So, ich möchte euch mal heute zeigen, wie man an einem 40er IDF Weber-Vergaser die Beschleunigerpumpe einstellt. Dazu macht ihr am besten die Trichter ab und habt so eine Einmalpipette. Da ist der Wert drauf, 1 Milliliter. Dann könnt ihr diese Pipette am besten so ungefähr ein Stückchen über 2 mm abschneiden. Die Pipette müsst ihr natürlich vorher so einmal abkleben, ja, ein bisschen zumachen, Feuerzeug oder so. Dazu zu sagen ist noch, das sind diese Nachbauvergaser, keine echten, aber sollen gut funktionieren. So, dann kann man sich die hier einspannen. Einfach ein Schlauch mit Schelle, kleiner Trichter. So, hier oben kommt dann Benzin rein, bis es nicht mehr nachläuft. Aber das, was ihr messen wollt, ist das, was aus diesem kleinen Röhrchen rauskommt. Das ist das. Ich zeige euch das mal. So, das muss eine bestimmte Menge haben. Die Menge ist 5 Gasstöße müssen 1 Milliliter ergeben. Das steht so im Handbuch. Jetzt kommt die Pipette da rein. Das Ganze ist ein wenig fummelig. Zack. So, und jetzt könnt ihr diese 5 Gasstöße machen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann könnt ihr das wieder rausholen. Und ihr habt ein bisschen den Fokus. Zu viel. Also ihr wollt das jetzt einstellen, weil ihr zu viel habt. Dann nehmt ihr einfach so eine 5,5 mm Mini-Nuss und an dieser Schraube, wenn ihr zu viel habt, müsst ihr die rausdrehen. Und das Ganze nochmal machen. Nochmal die Pipette da rein. Und 5 Gasstöße. 1, 2, 3, 4, 5. Rausholen und. Ja, hat gepasst. Ziemlich genau 1 Milliliter. Ja, das war schon. Die kommt wieder da drauf. Festschrauben. Fertig.